So, jetzt wird erstmal eine Runde gelesen. Und Mittagessen. Vollkornbrot mit Salat, Gurke, Tomate und einer Scheibe Salami. Und natürlich Frischkäse. Ja, da hinten ist ein Harry Potter. Absolute Harry Potter Fans hier im Haus. Ja. Okay. Ich werde jetzt mein Essen genießen, auch ein bisschen lesen und wir sehen uns vielleicht heute Abend oder morgen, je nachdem, wann ich wieder Hunger habe. So, Leftovers. So, ihr Lieben, bevor ich heute Morgen entscheide, was es zum Essen gibt, wir haben übrigens Donnerstag, den 15. September. Ich war einkaufen. Sandwich-Toast für den jungen Mann, damit er wieder frühstücken kann. Bananen, die nimmt er auch super gerne mit in die Schule. Dann habe ich für mich Hähnchenbrustfilet mit Paprikastücken. Und nochmal für den jungen Mann, der er momentan es liebt, Leberwurst für aufs Brot. Und eine Rettertüte von Lidl. Schauen wir mal, was da so drin ist. Drei Mini-Bananen, ein Päckchen Pflaumen, oder sind doch Pflaumen? Ja, ein Kilo deutsche Pflaumen, da muss ich gleich mal gucken, eins, zwei sind nicht mehr so dolle. Dann ein Bund Petersilie, die werde ich klein machen und in Froster, dass wir da noch ein bisschen was von haben. Eine Gurke, perfekt. Eine Mango. Da freue ich mich schon drauf. Und was haben wir hier? Nektarinen. Also mein Porridge ist gerettet. Ich denke, ich werde die Nektarinen und die Pflaumen auch würfeln und in Froster tun. Aber das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall war das eine richtig tolle Rettertüte, würde ich sagen. Die hat sich gelohnt. Man überlegt das alles für 3 Euro. Also jemand, dem es nicht so gut geht, der hat so wirklich eine tolle Möglichkeit, an Obst und Gemüse zu kommen. So, Porridge habe ich mir gemacht, wie ihr gesehen habt. Das war im Übrigen wieder das Pumpkin Spice, das selbstgemachte. Und Kaffee. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Nebenbei noch ein bisschen YouTube gucken. Und ja, vielleicht allerdings auch ein Corpse Sprite oder Nightmare Before Christmas. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. So, ihr Lieben, zum Mittag gibt es wieder Sandwich. Heute mal mit wirklich Sandwich-Toast-Scheiben. Auf dem Toast ist Tomatenmark, Salat, Gurke und diese Putenwurst, die ich vorhin gekauft habe. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Hey ihr Lieben, es ist mittlerweile Freitag, der 16. Und ich war kurz einkaufen. Im Lidl habe ich Honig geholt. Für meinen Ingwertee morgens, den ich jetzt wieder trinken werde. Dann war ich in der Drogerie und habe Vitamin C Pulver geholt. Dann war ich noch im Rewe und habe für den jungen Mann noch einen Bilderrahmen geholt. Außerdem habe ich mir was gegönnt. 2 Tabletts. Ich finde die so schön. Und Pustenbonbon wird in der Jahreszeit jetzt langsam wieder gebraucht. Und da ich Erdbeerwoche habe, gibt es Nussschokolade in Zartbitter. So, das war mein Einkauf. Und da ich heute nicht wirklich Lust habe zu frühstücken, zeige ich euch jetzt, wie ich den Instant
Keto-Kaffee mache und im nächsten Food Diary werde ich euch dann zeigen, wie ich den Keto-Kaffee/Bulletproof-Kaffee so mache. Aber das ist eigentlich der, den ich meistens trinke jetzt, der Instant. Einfach, weil ich ihn persönlich am leckersten finde. So, ich tue in meine Tasse etwas kaltes Wasser erstmal. Nicht viel, nur so ein Schuss. Dann kommt das Keto-Kaffee-Pulver rein. Und da ich auch was für mein Immunsystem tun will, Super Greens in Chocolate Flavor. Das heißt, ich mache da gleich einen Kakao-Kaffee-Latte draus. Das Ganze jetzt verrühren mit dem Wasser. Dann wird der nämlich auch schön cremig. Ja, ich habe ein bisschen wenig Wasser rein. Oder der Stab hat zu wenig Batterie. Eins von beiden wird sein. Tun wir einfach ein bisschen mehr Wasser rein, dann hat das einfacher. Ja, der braucht definitiv neue Batterien. Nochmal anders da. So seht ihr auch, wie es geht, wenn man keinen Milchaufschäumer hat. Man nimmt einfach eine Kuchengabel. So. Wie ihr seht, schön cremig. Und das, da ich den Extra Kick Kaffee liebe, kommt da jetzt noch normaler Kaffee drauf. So, während mein Kaffee durchläuft, habe ich den Milchaufschäumer schon mal wieder sauber gemacht. Ja, den Kaffee werde ich mir jetzt gleich gönnen. Dann bin ich satt bis zum Mittagessen. Und dann wird es wahrscheinlich heute mein Porridge zum Mittag geben. Boah, die Lichtverhältnisse hier sind echt wild. Herbst halt. Ja. Dann werde ich noch ein bisschen an meinem Kochbuch schreiben, was hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres dann auch rauskommt. Ja. Ich wünsche euch was.